Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, wir sitzen hier in einem Video. Ihr seht, komische Klamotten haben wir an. Ich habe hier Ohrstöpsel im Ohr, weil ich bin gerade dabei, dieses aktuelle Video, was jetzt kommt, zu schneiden und habe mitbekommen, die ersten 10 waren Ton wieder so schlecht, dass wir neu produzieren müssen. Und deshalb machen wir das jetzt hier schnell weiter, wo wir andere Videos produzieren. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und wir gehen jetzt für uns in die Vergangenheit, für euch auf eine schöne Zukunft. Und man geht alles los nach dem Intro. Angekommen sind wir. Wo sind wir denn? Mit Ton in Wedel an dem Kraftwerk. Genau, Wedler Kraftwerk, das Heizkraftwerk. Genau, wir sind gerade in Elbring raufgefahren und ich habe wieder. Was machen die denn jetzt hier? Sind die völlig deppert? Ein riesen Hochhaus bauen die dahin. Ja, ja. Nee. War denn doch nur ein an der Elbe, was könnte da so lang fahren? Ein Schiff. Es war ein riesen Merstschiff, riesen Containerschiff. Ich dachte das auch erst, aber da hat er gesagt, ganz komisch. Auf jeden Fall richtig cool. Was schade ist, wir hatten ja mal in einem der Stellplatz-Guides in Hamburg, ich weiß gar nicht mehr, ob wir die online geschaltet haben, weil sich da so viel geändert hat, in Wedel direkt am Grenzweg, war ein Parkplatz, da konnte man stehen, haben wir auch tatsächlich letztes Jahr, nachdem wir aus Norwegen zurückgekehrt sind, haben wir da auch tatsächlich gestanden. Das ist jetzt aber Baustelle. Das wird alles neu, das wird so eine, wie so eine Strand- oder eine Uferpromenade, so hieß es, glaube ich. Schade. Vielleicht muss man mal gucken, vielleicht passiert da nochmal was, muss man schauen. Auf jeden Fall, weil hier im Gewerbegebiet kann man sonst, wenn das richtig mal ausgebaut ist, kann man hier natürlich nicht stehen. Und du weißt genau, ja, bei den Parkplatzstraßen, da fahren sie wie die Bekloppten. Aber für eine Nacht soll es reichen. Ja. Wir machen hier gerade Brötchen und Würstchen. Würstchen sind schon gut. Kann man das überhaupt sehen? Ja. Was das Problem ist, kann ich das so machen? Das ist ein blödes... Das Handy macht immer mit. Wie gut, dass die Kamera da nicht rumspinnt. Also unser klassisches Essen, wenn wir unterwegs sind, gibt es heute auch wieder. Und ich würde sagen, Mahlzeit. Und wir melden uns dann morgen früh wieder, wenn wir wissen, was wir da machen. Richtig. Moin, so rum. Haben wir schon angefangen? Ja, guten Morgen. Ja, wir haben es heute Freitag, 9.21 Uhr. Wir haben gefrühstückt, wir haben geduscht, wir haben alle schon fertig gemacht. Wir arbeiten nicht. Wir arbeiten, na doch, wir arbeiten schon. Aber anders arbeiten anders, wir. Anders, genau. Ja, jetzt geht es für uns Richtung Rendsburg. Das ist das Ziel. Mal gucken, ob das klappt. Wir haben da vielleicht über Arebo Design vielleicht ein Wohnmobil, Wohnwagenhändler. Mit dem wollen wir uns mal austauschen. Genau. Wie man vielleicht was zusammen machen kann. Ne? Also wir unterstützen ja auch gerne, wenn das, wenn die Chemie passt. Genau. Das werden wir jetzt einfach mal gucken, ob es passt. Herausfinden. Mhm. Er weiß von seinem Glück noch nicht, dass wir jetzt da sind, weil das ist wirklich sehr, sehr spontan. Ja, bei uns ist das ja immer spontan. Ja, und dementsprechend schauen wir mal. Ja, hier war es sehr, sehr ruhig bis kurz nach 6. Dann kam halt die Müllabfuhr. Das ist halt ein bisschen lauter, gerade wenn gegenüber direkt die Mülltonnen stehen. Ja, zeigen brauchen wir euch nichts. Es ist diesig, nebelig. Also genau. Typisches Hamburger Wetter, hätte ich gesagt. Also wir werden jetzt auch nur losfahren und haben halt gefrühstückt und gut ist. Genau, mehr kann man hier wirklich nicht machen. Eigentlich schade, weil so, sonst hättest du einen richtig geilen Blick auf die Elbe. Ja. Können wir euch heute leider nicht bieten. Wir werden nochmal irgendwann herfahren und dann wird das was. Genau, also fahren wir jetzt los Richtung Rendsburg. Ab geht's. Wir stehen am Nordostseekanal. Genau, wir haben hier unser Plätzchen wiedergefunden. Ist sogar mal leer. Ja, ist keiner da. Kann sein, dass das wahrscheinlich nachher voll wird. Uns ist egal, wir fahren nachher hier auch weg, weil hier würden wir nicht übernachten. Es ist ein schöner Platz, um einfach mal zu stehen, um Schiffe zu gucken. Es kommt sogar schon da gleich das nächste Schiffchen. Blenden wir euch gleich ein, genau. Genau, dann machen wir ein Foto dann, also schon mal Handy fertig machen, damit man auch das machen kann, ne? Mhm. Sonst wird es schwierig. Und dann werden wir hier gleich was essen. Genau. Grillen! Es wird eine Grille gegrillt. Der Willen zum Grillen. Ist vorhanden. Ja, genau. Ja, dann waren wir gerade ja bei einem Wohnwagenhändler. Genau. Wo noch, der sich weiterentwickeln möchte, also größer werden will, hat noch ein paar Ideen.
Also nicht nur Wohnwagen, sondern auch Wohnmobile wird zukünftig im Angebot da sein. Mhm. Und da haben wir einfach mal ausgetauscht das oder kennengelernt. War sehr sympathisch, war sehr gut. Also ich fand's wirklich gut. Also es harmonisiert gut. Genau, also da könnten wir uns gut was vorstellen, euch den mal vorzustellen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Weil genau. Wie gesagt, momentan sind da sehr viele Hobby-Wohnmobile. Oh, jetzt muss ich aufpassen, ich muss ein Foto machen. Die sind noch in der, genau, dann erzähle ich weiter. Die sind nämlich noch in der Umstrukturierung und das sollte natürlich auch erst abgeschlossen sein, damit das alles mit allen möglichen Sachen genau richtig ist und schön ist. Und genau. Das ist die Nina. Das ist die Nina. Die Nina fährt an uns vorbei. Ja, sowas. Naja, ihr seht das Bild eingeblendet, würde ich sagen. Ja, es dauert noch. Ich kann immer noch nicht fotografieren. Das Schiff ist immer noch nicht ganz drauf. Ach so, ich habe gedacht, du machst einen Film. Naja, wie auch immer. Nein, ich mach Foto. Foto, genau. Ich bin zu faul dazu. Nein, ich habe jetzt einfach zwei Fotos gemacht, die ihr jetzt seht. Ne? Mhm. Von der Nina. Ja, auf jeden Fall war das für dich toll. Eine Stunde konnten wir uns unterhalten. Ja. Mhm. Und haben uns auch einen Shop angeschaut. Der ist nämlich gleich mit dabei. Ja, also, auch sehr, sehr schön. Das macht alles was her. Mhm. Und jetzt denke ich mal, werden wir was essen und vielleicht gehen wir dann, wenn das Wetter bleibt, noch ein bisschen spazieren. Und dann nehmen wir euch da wieder mit. Na klar. Ich weiß gar nicht, mit dem Kabel geht der überhaupt rum, wenn hier Strom lädt? Weiß ich nicht. Warum auch das nicht? Mahlzeit. Stefan lässt sich schmecken. Hm? Hat er sich auch verdient, weil es sehr kalt draußen. Ja. 1 Grad oder so, oder 2 vielleicht. Mit Wind aber. Boah. Genau. Grillen 2023, die zweite, ne? Mhm. Genau. So, 2 Videos haben wir jetzt produziert. Mhm. Jetzt lassen wir uns wieder überraschen, ob das was geworden ist. Aber theoretisch sollte das was geworden sein. Das hoffe ich, genau. Weil sonst müssen wir das ein drittes Mal drehen. Oh weia, das war so viel zu reden. Ja, und so stimmen lassen wir mal vorbei. Ja, rausgehen tun wir nicht. Sind das jetzt 2 Schiffe hintereinander? Ja, tatsächlich. Jetzt kommen hier wieder ein paar Schiffe wieder vorbei. War gerade völlig überrascht hier. Ja, auf jeden Fall rausgehen tun wir leider nicht für euch, weil es ist eindeutig zu windig. Das macht auch absolut kein Spaß da zu laufen, weil ja in die eine Richtung hast du keinen Wind, aber in die Gegenrichtung oder je nachdem. Und das ist einfach nicht schön. Wir haben jetzt noch gut 2 Stunden, dann sind wir eh verabredet. Genau, vorher wollen wir natürlich noch abwaschen und so. Genau, weil ihr habt ja gesehen, es gab lecker gegrilltes Essen. Yum, und yum. Jetzt würde ich sagen, heißt es abwaschen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich schon ein bisschen was schneiden soll. Das kannst du gerne machen und ich wasche ab. Genau, dann kann ich danach abtrocknen, aber zumindest Sicherung kann ich ja machen, das ist ja schon mal gut. Dann würde ich sagen, melden wir uns nachher nochmal. Wahrscheinlich morgen, ja, wieder. Oder morgen. Weil genau. Wir wissen nicht, wie lange das heute wird. Deshalb, morgen geht's weiter, morgen wollen wir Richtung Ostsee fahren und wollen dann 2 liebe Leute besuchen. Und dann gibt's auch wieder was zu sehen an der Ostsee bestimmt. Da wird es hoffentlich nicht so windig und wenn es windig ist, da wollen wir auf jeden Fall spazieren gehen, weil dann fängt Wochenende an. Heute Richtig. Am Freitag wurde noch ein bisschen gearbeitet und gleich beginnt das Wochenende. Guten Morgen! Guten Morgen! Das Problem ist, ja, lustig, immer dieses auf den Kopf gestelle, komisch. Tja, so ist das mit der Anzeige. Wir haben es 10 Uhr,
Wir stehen hier auf dem kostenlosen Stellplatz in Fockbek oder Fockbek. Fockbek, ja, genau. Ich würde es Beek sagen, weil es ist, da fehlt das CK am Ende, aber... Auf jeden Fall sehr ruhig hier, können wir sagen, also... Genau, sind kurz vor Mitternacht super. Sind wir angekommen, waren zu viert, jetzt sind sie gleich nur noch zu zweit. Ja, genau. Ganz genau wissen wir nicht, ob hier Strom inbegriffen ist. Es sind Stromsäulen da, gibt es aber das ist diese Luca-App, kein Plan. Da empfehlen wir euch einfach mal auf unser Rendsburger Stellplätze, glaube ich, Teil 2. Genau, also ist ja witzig, ne? Haben wir gemacht, aber wissen wir jetzt selber nicht mehr. Also von daher, naja, ist egal. Aber ja, wir brauchen ja auch keinen Strom, also machen wir uns auch keine Gedanken ist darüber. Ist ja auch Corona-Zeit gewesen, das ist schon ein paar Monate her, wo wir diese Videos gedreht haben. Richtig. Und alles kann man sich jetzt natürlich nicht merken. Auf jeden Fall sehr, sehr ruhig, obwohl die Feuerwache direkt nebenan ist, aber es gab es Gott sei Dank diese Nacht kein Feuer. Genau. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Gethoff. Richtig. Wollen da nämlich unsere lieben Instagram-Bekannten, Kollegen. Genau. Besuchen. Besuchen. Mal sehen. Genau. Kolleginnen. Weiter klönen. Genau, Kolleginnen. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir danach weiter Richtung Eckernförde fahren. Schauen wir mal an die See. Genau. Oder so. Das müssen wir uns nämlich genau überlegen, weil vielleicht könnte man das ein oder andere machen. Ihr seht, ihr merkt, ihr kriegt nicht so viel Natur heute zu sehen oder in diesem Video. Aber es ist einfach mal ein Reisevlog, was wir gerade so machen, was wir gerade so erleben. Und naja, draußen ist halt auch nicht das perfekte Wetter dazu. Naja, vielleicht kriegen wir ein paar Fahrszenen ja hin. Das müssen wir dann stark uns überlegen. Ist es kalt draußen? Kalte Nase gekriegt. Kalte Ohren gekriegt. Auch, ja. Alles kalt? Ja. Ja, war wunderschön bei euch, Andrea und Britta. Vielen Dank für den Kaffee. Für den Tee. Genau. Also, wir freuen uns, wenn das mal klappt, mal auf dem Stellplatz sich zu treffen auf oder jeden Fall. Sich zu organisieren. War auf jeden Fall schön. Wir haben also einen wunderbaren Nachmittag gehabt, aber jetzt sind wir so eingefroren. Weil natürlich, was ist das, wenn Instagrammer Wohnmobile haben, müssen sie gegenseitig zeigen. Ja, natürlich, wir müssen uns das immer angucken, auch technisch und so weiter, was und ist anders. Problem ist einfach nur,
Das Zeigen ist nicht das Problem, aber die Kälte. Ja, in der Jahreszeit, das ist so, genau. Unfassbar. So, wir wollen jetzt wahrscheinlich Richtung Travemünde. Gucken wir mal. Ne, wir machen einmal eine große Tour hier durch Schleswig-Holstein. Mhm. Ja, du musst irgendwann auf jeden Fall noch ein Video schneiden. Ja, genau. Ich muss aber auch kochen noch. Das muss nämlich nächste Woche raus. Mhm. Ja, er muss es morgen machen. Ja, machen wir es morgen. So, und wir sagen, wir zeigen euch ein paar schöne Bilder auf die Fahrt nach Travemünde. Mhm. Und jetzt brauche ich irgendwie eine ganz warme Heizung ganz schnell. Ja, dann los geht's. Hoi, 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 hoi. Angekommen sind wir. Wo sind wir denn? In Münde. In Münde? Trave. Trave? Münde. Ach, Travemünde. Genau. Ah, ich dachte in Lübeck. Nee. Obwohl, doch. Eigentlich ja. Ja. Wir sind jetzt in Lübeck angekommen. Lübeck stand auf dem Schild. Wir haben bezahlt. Wir stehen hier auf an der Lübecker Landstraße auf jeden Fall, am Fischereihafen. Mhm. Kostet, glaube ich, 8 Euro. Genau, 8 Euro. Und dazu kommt noch mal einmal 1,80 Euro Kurtaxe für die zweite Person. Für mich. Obwohl, eigentlich ja, oder umgekehrt, ist doch wurscht. Auf jeden Fall, ja, sind wir mal gespannt. Ich finde das lustig. Gifhorner stehen hier, Hannoveraner stehen hier. Ist wohl bei uns in der Region bekannt. Und da steht hier noch ein Peiner rum. Ja, was ist denn das? So ein Teddy. Ja, nee, ist klar. Wie kommen die denn hier her? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Ja, so ist das manchmal. Man trifft sich auch manchmal auf dem Stellplatz. Ich bin doch sehr dunkel, finde ich. Ja, alles gut. Andersrum. Andersrum, so rum. Dann machen wir es so rum. Hallo. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen spazieren gehen. Und zwar mit den Teddybesitzern. Genau, wir wollen zum Strand natürlich, damit wir wenigstens ein bisschen Natur hier in diesem Video reinkriegen. Weil sonst wird das nicht mehr. Ja, jetzt passt auch das Wetter noch. Mhm. Ja, ist schön sonnig, aber arschkalt, deshalb habe ich mir ein Pullover jetzt angezogen und eine Jacke und dann ziehe ich noch eine Jacke an und Mütze setze ich auf. Dann ist die Frisur gleich im Arsch, ist mir egal, mir ist kalt. Auweia. Also ab jetzt geht's zur Travemünde. Travemünde.
Na, das war ja kalt draußen. Aber schön. Und schön. Aufnahmen sind, glaube ich, auch ganz gut geworden. Habt ihr gesehen? Ja, zum ersten Mal, dass wir in Travemünde waren und... Hat uns begeistert, ne? Das also, gefällt uns sehr, weil du wirklich entweder Trave oder die Ostsee hast. Ja. Also, schöne Städtchen und hier der Stellplatz, wie gesagt, wir haben ja 8 Euro bezahlt, ist bis auf 3 Plätzen, also von 50 möglichen Plätzen sind noch 3 frei. Ja, und vom Preis her ist es auch, finde ich, in Ordnung, alles gut. In ja. der Nebensaison, ja, das muss gut. man wirklich dazu aber sagen. Aber trotzdem, finde ich trotzdem noch vollkommen fair, also alles gut. Genau, neben uns steht direkt die gelbe Tonne, mal gucken, wie laut das dann wird ja. oder ob die sich dann vielleicht ein bisschen zurückhalten. Morgen früh kommen die Pepper-Daddy-Leute ran. Genau. Da wird hier nämlich gefrühstückt. Genau, dann machen wir schön Frühstück hier. Genau, wir mal machen, wieder in unserem Auto. Genau, wurde auch mal Zeit. Ja. Ja, wir werden, Stefan macht heute Geschnetzel. Kartoffeln habe ich gerade fertig genau, geschält. Zeige ich euch mal. Salat gibt es natürlich auch, ne? Wir brauchen ja kein Mensch. Aber doch, wir, lecker. Kartoffeln habe ich jetzt gerade fertig gemacht und jetzt fange ich an, ein bisschen was vorzubereiten für Stefans Video. So, ja. Und dann geht's morgen hier weiter. Guten Morgen und weiterhin ohne Sorgen. Wir haben es, keine Ahnung, 7:07, alter Falter, was eine Uhrzeit. Und das auf den Sonntag. Und ich sehe schon, im Teddy ist was los. Da wird nämlich der Vorhang schon weggemacht. Ihr seht es vielleicht draußen, Sonnenschein. Es ist zwar bewölkt, also es kommen die Wolken von dem Land über die Küste, aber schön, schön, schön. Wir werden gleich frühstücken und dann haben wir auf jeden Fall noch einen Spoiler zu machen, denn wir haben noch was vor, aber das sagen wir euch später. Und jetzt würde ich sagen, werden wir uns so langsam vorbereiten in gut, naja, wenn meine Uhr angehen würde, 40 Minuten kommen die Gäste und dann muss natürlich hier alles fertig sein. In diesem Sinne, ja, für uns einen schönen Sonntag und gleich geht's hier weiter mit lecker Frühstück. Gefrühstückt haben wir. Jo, war lecker. Wir haben es jetzt 10:50. 10:20. Genau, jetzt wollen wir nochmal eine Runde spazieren gehen. Genau, weil wir einfach das Wetter genießen wollen. Ob es jetzt nochmal Bilder gibt, können wir euch nicht sagen, weil eigentlich ist es dasselbe, was wir gestern gemacht haben. Es sei denn, wir sehen was Neues. Dann zeigen wir euch dann, das. Dann machen wir bestimmt das ein andere Foto oder so ein Mini-Filmchen. Genau. Ja, aber gleich werden wir mal kurz das Fahrzeug wechseln. Gehen nämlich rüber in Teddy. Mhm. Und da wollen wir euch etwas spoilern, welches Video bezüglich Teddy demnächst auf unseren Kanal kommen wird. Genau. 5 AM and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. But it will still be there. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello. Und schon stehen wir in Teddy. Genau, nur dass sich irgendwie dazwischen 3 Stunden, 4 Stunden dazwischen bewegen. Genau, wir waren lecker essen. Kann man empfehlen hier auf jeden Fall. Genau, waren aber haben uns vorerst noch mit Instagrammer unterhalten. Genau. Ein Stefan und ein Stefan. Richtig. Also schöne Grüße an Stefan und an Anja. Genau. War sehr nett, auf jeden Fall. Ja, genau. Stefan, falls ihr Fragen habt zur Technik.
Ja, ja. Sucht bitte ihn auf und lauft von mir weg. Der hat da keine Ahnung von. Sowieso nicht. Ja, und dann, wie gesagt, waren wir essen hier beim Griechen bei Olympos, glaube ich. Das war lecker. Also ein bisschen kühl, also sehr viel geheizt wurde jetzt nicht. Ja, okay. Für den Sommer eher zu empfehlen. Genau, aber alles gut. Es war auf jeden Fall lecker. Genau, warum sind wir jetzt aber noch im Pepper, im Teddy? Weil hier gibt es demnächst eine Änderung. Und das spoilern wir schon mal, ich muss mal das Gesicht da wegmachen. Ihr seht ja hier Klimaanlage. Die kommt raus, Fenster kommt rein. Richtig. Das darf alles Stefan machen. Und dann wird das natürlich gefilmt, wie ihr das vielleicht euch auch selber machen könnt. Hinten ist auch so ein besonderes Fenster. Auch das wird geändert. Genau, das olle Schrottfenster geht raus und ein vernünftiges rein. Genau, das wird demnächst hier auf diesem Kanal gehen. So, wir verabschieden uns jetzt hier von den Teddybesitzern. Und dann geht's für uns nach Hamburg. Los geht's. Gute Fahrt. Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a bar in the tent, it's 5:30. Useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a bar in the tent. It's 5:30. So, nachdem wir einen richtig coolen Tag in Travemünde noch verbracht haben, ja, sind wir jetzt in Hamburg. Hat es ja auf der Rücktour auch mal ordentlich geschneit. Ja, habt ihr ja alles gesehen, wo wir denken, was jetzt passiert. Mhm. Ja, ihr habt aber auch vielleicht gesehen, wir wollten ja eigentlich zu MSC Virtuosa. Okay, wir haben sie jetzt von außen gesehen. Genau. Aber man kann dort auch nicht mehr stehen, wo wir das letzte Mal das Video gedreht haben wegen Gas- und Dieselheizung. Die machen auch echt alles dicht, wirklich. Ja, also es macht keinen Spaß. Es gibt kaum Plätze noch, mit man einen Blick hat. Also auch für PKWs, ne? Also Wohnmobile lasse ich mal außen vor. Das ist ja, aber auch PKWs haben es gar nicht mehr. Also es ist eine Katastrophe, wirklich. Also da fragt man sich echt, was stimmt denn mit denen nicht? Naja, wir haben noch Glück, also ein Plätzchen haben wir ergattern können, damit wir einigermaßen schauen können. Genau. Und wenn wir Glück haben, kommt die AIDA Bella heute noch, die wir sehen werden. Die Virtuosa, glaube ich, das wird eher wieder viel zu spät. Das glaube ich auch. Ich weiß nicht, wann sie ablegt, aber... Und selbst die Bella, wenn die so das letzte Mal wie die Prima gebraucht hat, fast 2 Stunden, dann schauen wir es halt nicht an. Mhm. Obwohl, bis 20 Uhr wollen wir eigentlich hier bleiben sogar. Genau, aber ja, wir haben jetzt einen schönen Kaffee. Genau, Kaffee, Tee. Und Kuchen natürlich. Ja, den Kuchen, den fahren wir seit 2 Tagen hier umher. Ja, jetzt wollen wir den endlich mal probieren. Wird schon schmecken. Ja, hoffe ich. In diesem Sinne, Mahlzeit. Mahlzeit. We'll be right back.
19.26 Uhr. Aida Bella hat Bella Ciao gemacht. Genau. Wie heißt es so schön? Aida sehen oder so, wie man das da auf dem Schiff sagt. Also genau. Wir kennen es nicht. Wir waren da noch nicht drauf. Genau, aber man hört es ja immer mal wieder. Auf einer Aida waren wir noch nicht. Wir waren erst auf einer Phoenix und auf einer MSC. Richtig. Und Schiff gar nicht. Und auf der Color Line. Da waren wir auch schon. Ja, gut, das ist klar, genau. Und Stena Line waren wir auch schon. Aber Aida sehen sozusagen, wir sagen auch gleich auf Wiedersehen. Ja, genau, weil irgendwann ist auch dieses Video zu Ende. Ja. Es ist nicht viel an Natur gewesen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Travemünde zeigen. Genau. Wie gesagt, zum Stellplatz selber, wie gesagt, der kostet 8 Euro außerhalb der Saison. Und nochmal einmal zuzüglich 1,80 Euro Kurtaxe. Genau, eine Person ist drin, die zweite muss damit rein. Was blöde ist, du musst leider Gottes, du kannst nicht das zusammen machen. Du musst also zwei Transaktionen machen. Das ist dämlich. Im Sommer kostet es 12 Euro. Also ja. Dann kostet es 12 Euro, also 4 Euro mehr. Kurtaxe weiß ich dann nicht, das kann ich euch nicht sagen. Kann sein, dass es ein bisschen teurer ist. Strom 1 Euro für 5 Kilowattstunden, das muss man sagen, das ist ja wirklich ein Schnapperle. Ja. Das gibt es sonst nicht. Wie gesagt, Fähr- und Entsorgung mit dabei. Für 1 Liter bekommt ihr 100, nee, für 1 Euro bekommt ihr 100 Liter. Ist auch Standard. Genau, und ihr braucht halt so ein Dings da, so ein Standard Gardena Adapter, damit ihr das nutzen könnt. Also richtig. Da reicht ein Standard aus. Fotos haben wir da jetzt nicht gemacht, weil Kacke wollen wir euch halt nicht zeigen. Dass ihr diesen Platz kennt, es gibt noch einen zweiten Platz und einen dritten Platz. Also Travemünde ist schon eine Reise wert. Und allgemein müssen wir sagen, wir haben richtig viel Spaß gehabt in dieser Reise. Wir haben unsere Freunde aus Rendsburg getroffen. Wir haben unsere Instagram-Collegen, Britta und Andrea, getroffen und ein bisschen quatschen können. Dann auf Travemünde haben wir Stefan und Anja getroffen. Genau. Und wie gesagt, den netten Herrn, der auch nochmal mit Stefan gesprochen hat, da kennen wir den Namen jetzt nicht. Nee. Aber, auf jeden Fall liebe Grüße an der Stelle, war sehr nett. Wie mit allen, also super, tolle Sache. Wir haben uns gut unterhalten, also wir fanden es gut, es war ein toller Ausflug. Wir freuen uns auf die nächsten. Was, wann, wo kommt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall sagen wir, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir schon bald wieder, dann wenn Stefans Arm wieder richtig mehr halten kann. Genau, jetzt wird's eng. Bei einem neuen Video auf unserem Kanal, so geht's. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.